Wo jetzt hin? Ich darf ja nichts kaputt machen, weil das kann ich abbauen, ja? Das darf ich ja nicht. Ist ja in den Regeln gestanden. Was ich darf und was ich nicht darf, das sind halt wieder zwei Sachen, ob ich es dann doch mache. Kann ja alles abbauen. Schön. Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und ihr seht schon, ich habe mir heute mal wieder eine kleine Puzzle-Map geschnappt. Und diese Map heißt 10 Ways to Escape a Room. Also wortwörtlich gesagt, 10 Wege, um einen Raum zu entkommen. Und ihr seht schon, wir sind hier schon wieder gefangen in einem mini, mini, mini kleinen Raum. Und start the Map, klick auf the Button. Where are the Button? Hier ist der Button. Und für alle, die wohl letztens in die Kommentare geschrieben haben, dass Where are the Button nicht richtig ist, sondern Where is the Button? Ihr habt natürlich recht, aber ich sage halt so wie irgend Where are you now, Atlantis? Bin ich halt irgendwie auf Where are the Button gekommen. Also, das war fun. Ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht lange. Ich labere eh schon wieder viel zu lange. Los geht's! Press the Button. Oh. Welcome to 10 Ways to Escape a Room. Perfekt. Have fun, map made by Maximilians. Welche sind das alles Regeln? Gut, dass ich kein Englisch kann. Also, da können wir die Regeln überspringen. So, Game Mode 1, Render Distance 14 habe ich. Bla, 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 bla. Was ist hier drin? Ui. Ich weiß, welchen Kopf wir nehmen. Wir sind. Natürlich, it's me, Mario. Here we go. Level 1. Ich würde sagen, wir starten gleich mal. Und los geht's. Level 1. Explosive Wüste. Das kriegen wir hin. TNT will explode once placed down. Also, wenn wir TNT placen, geht es hoch. Gut, ich muss jetzt bloß irgendwie, hier ist eine Sackgasse, TNT finden. Und dafür braucht man doch Creeper. Naja gut, schauen wir mal, vielleicht ist hier unten irgendwo was. Weil andere Möglichkeit, glaube ich, gibt es jetzt hier nicht, weil ich brauche diese Ressourcen. Einmal brauche ich Sand, den haben wir hier on Mars natürlich gesehen. Oh, aber es sieht langsam schlecht aus, als hier wirklich was ist. Ich muss aber jetzt nicht brainstormen, oder? Weil dann bin ich... Oh, ich habe eine Kiste. So, jetzt. Oh, ich habe Gunpowder gefunden. So, okay, jetzt aber Gunpowder und Sand. Jetzt fehlt uns natürlich noch der Crafting-Table. Supi. Wir muss dann hier auch irgendwo... Ah, okay, ja. Blaue Oberspur, wir haben ihn gefunden. So, okay. Ich mache nochmal TNT. Ich glaube, sowas. Komm mit etwas Glück. Komm, hier, links, rechts, oben. Ich habe es falsch gecraftet. Ah, try move. So, jetzt, wie hatte ich es jetzt gerade zugehört? So, jetzt aber. Jetzt sind wir gut dran. So, und hier kommt jetzt Sand hin. Und da haben wir hier ist es wieder. Okay, das ist gerade ein bisschen aus mir rausgefloppt. Ich glaube, wir müssen den wahrscheinlich eh hier hochsprengen. So, okay. Kaboom! Okay, das sah gut aus. Jetzt habe ich sogar noch einen Banner. Jetzt kann ich irgendwas damit verschönern. Den heben wir uns mal auf für später. Oder wir setzen ihn einfach. Und wir können ihn nicht setzen. Schade eigentlich. Back to the Hub. Erster Level geschafft. Ja, nice, nice. Geil. Also, das erste Level haben wir schon mal. Kann ich das abbauen, dass ich weiß, was ich hier schon gemacht habe? Okay, dann würde ich sagen, ab ins zweite Level. So, Parkour. Oh, Jump'n'Run. Medium Parkour. Medium Parkour. Gut, wir kennen Trices und seine Jump'n'Run-Künste. Dazu will ich nichts sagen. Da geht's back to the Hub. Und ich muss da hoch. Gut, ich muss den Raum entkommen. So, hier. Hoch, hoch, hoch. Okay, das. Watch the head. Welche head? Hallo? Kopf. Hier hinten ist, was wichtig ist. Ah, okay. So schaue ich jetzt gerade nicht, dass ich durch Schilder nicht durchspringen kann. Will ich jetzt nichts mehr dazu sagen? Ich mache jetzt mal eine Rush-Runde. Wupp, wupp, wupp. Okay, kein Kommentar zu der Rush-Runde. So, ich gehe jetzt doch lieber ein bisschen simpler ran. So easy peasy für Tobi. Und wenn es ein Medium-Parcours ist, wie wird dann erst der schwere Parcours für mich sein? Kein Kommentar. Kein Kommentar. So, und jetzt muss ich auf diese Leiter. Leiter, come to me. Nein! Alles klar, als ob ich die schon wieder verkackt habe. So, oh, whoop. Yes. Super. Ja. Ja. Oh, was war das jetzt? Ich habe immer noch den Banner hier. Kann ich den irgendwo her setzen? Nee, auch nicht. Whoop. So, und jetzt da hier rüber. Yes! Wir haben die Trophäe 2. Das war's? Warte, ich muss hier rüber. Ah, okay. Okay, jetzt gehen wir hier hoch. Und jetzt müssen wir... Yes, back to the hub. Wir haben es geschafft. Level 2 geschafft. Okay, dann würde ich sagen, ab zu Level 3. Ja, ich wäre jetzt bei nochmal in 2. Flying, I believe I can fly. Okay, okay. Nein, 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 oder? Nein, was ist das? Nein, 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 ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Hä? Oh, der Effekt ist aus.
Okay, so geht's natürlich auch. Hier geht's nach oben. Aber ich hab's gut gemeistert, glaube ich mal. Geht's hier wieder nach unten oder was? Okay. Was? Tickel, Tickel. Hihi, haha. Okay. Alles klar. Okay, wir schauen mal. Das war's? Das war ja noch einfacher als der Parcours. What the fuck? Warte mal, brauche ich eigentlich für jede eine Trophäe? Da. Wieso habe ich es immer mit den Sachen sammeln in den Maps? Hat niemand gemerkt. Leute, das Ding ist, es ist nirgends gestanden, ne? Dass ich kein Dia sammeln muss. Ich hatte ja, hier sind die Regeln. Doch, hier steht's. Ja. Oh nein. Nein. Tobi. Wenn man halt das Englische wieder durchlesen würde, dann wären wir auch vielleicht ein bisschen besser. Please don't break the wool. Grass and gold in this room. Ich gehe mal into the woods. So, ich bin im Wald und ich muss sicher irgendwie da hoch. Hey, da sind Rabbits. Hey, da sind Rabbits. Cool. Okay, was steht hier? Try to get up to the stone structure. Oh, ich muss zur Steinstruktur. Da oben. Aber wir sind schon mal mit Leitern hoch. Gut, ich könnte jetzt wahrscheinlich hier auf den Baum springen. Habe ich so das Gefühl? Dann kann ich wahrscheinlich hier auf den Baum springen. Oder auch nicht. So, dann probieren wir es einfach nochmal. Und hier rüber. Okay, perfekto. Die Frage ist jetzt bloß, wo jetzt hin? Ich darf ja nichts kaputt machen, weil das kann ich abbauen, ja. Das darf ich ja nicht. Ist ja in den Regeln gestanden. Was ich darf und was ich nicht darf, das sind halt wieder zwei Sachen, ob ich es dann doch mache. Kann ja alles abbauen. Nee, ich reihe das gerade wirklich nicht. Da ist gestanden, ich darf don't break the wool, grass and gold. Also ich darf alles abbauen, bloß kein... Oh, okay, das ist gut für uns. So, wool, grass und Goldblöcke, genau. So, das ist ganz easy. Dann nehmen wir einfach nämlich das Holz, craften uns eine Menge Leitern und dann ist das der Crafty-Table, oder? Egal, wir nehmen jetzt einfach alles mit, was mit Holz zu tun hat, weil das darf ich ja mitnehmen. Gut, und dann ist das Problem ein... ich habe sogar schon einen Apfel. Richtig cool. Und die Hasen-Family wird auch immer mehr. Die werden wohl ihren Spaß gehabt haben. Naja, gut. Okay, das Closer wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht haben, aber jo. Okay, jetzt kommen wir hier schon mal ein Stückchen höher. Oh nein. Oh nein, ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich muss da hoch, ich muss da hoch, ich muss da hoch, ich muss da hoch. Nein, 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 ich muss da hoch. Nein, was, sonst komme ich da nicht mehr hoch. Ich brauche den Vorsprung. Komm, komm, komm. Ich muss nämlich von hier, glaube ich, auf da rüber springen. Ich bin gerade auf die richtig blöde Idee gekommen. Wenn ich jetzt hier den hier setze, kann ich da... So. Okay, jetzt bauen wir Leitern. So. Das wird eigentlich ziemlich witzig, habe ich jetzt gleich das Gefühl. So, teilen wir auf in Sticks. Dann machen wir aus den ganzen Sticks hier ein paar Leitern. Yes, wir haben jetzt 18 Leitern. Damit dürfte es easy peasy zu schaffen sein. Den Crafting Table brauchen wir normal nicht mehr. Aber, ich dachte, hier geht's weiter. Ich muss jetzt einmal hier in den Kreis mit den paar Leitern, die ich habe. Hab ich jetzt gesagt, dass, nein. Die darf nicht runterfallen, weil sonst haben wir verkackt. So, okay, jetzt muss ich schauen, Leute. Jetzt muss es genau richtig rationell mit diesen Leitern umgehen hier. Sonst haben wir verkackt. Kann ich hier irgendwie zwei setzen? Das geht auch nicht. Das ist ja wieder supidupi hier. So, 13 Leitern. Die setzen wir jetzt hier her. Upp. Okay, sind wir oben. Bloß der Haken ist jetzt, wenn ich halt runterfallen sollte, beziehungsweise auf sollte, komme ich nicht mehr hoch, weil der Baum nämlich da unten total abgefällt ist, weil ein Herr netter Tobi gemeint hat, er müsste nämlich den kompletten Baum... da unten sind noch Säpplinge. Ob die wachsen, ist halt die nächste Frage. Upp. So, okay, sind wir hier rüben. Ich setze mal hier lieber hin. Oh, Karabanga! So, okay, jetzt sind wir hier. Und jetzt muss ich noch hier rüber. Das dürfte normal schwer werden. Okay, das ist... Weil hinten gehen ja die anderen Leitern los. Das sollte jetzt eigentlich gar nicht allzu kritisch werden. Okay, so. Und da hoch geht's. So, okay. Okay, da bin ich hier. Oh nee, ich will nicht so... Ich will lieber so hier. Okay, so kann ich nämlich leichter balancieren. Okay, gut, jetzt sind wir hier. Jetzt habe ich sogar noch ein paar Leitern übrig. Und die setzen wir gleich mal hier, dass ich sicherheitshalber nicht runterfallen kann. Und jetzt geht's nach oben. Dein Ernst jetzt? Ah ja, okay, gut, ich dachte jetzt schon, hier ist Sense. Warte mal, ich brauche meine Trophäe noch. Trophäe. Trophäe? Hey, wo ist... Nee, die Trophäe ist jetzt nicht irgendwo unten versteckt, oder? Das kann's doch nicht sein. Ich kehrte hier den ganzen Weg hoch, dass ich denke... Weil ich denke, ja, die Trophäe wird so sicher da oben sein. Die werden wir doch nicht irgendwo am Boden oder so verstecken, ne? Ja, Pfiffkass, würde ich sagen. Ach, nee. Wo ist denn das? Die Frage ist überhaupt, wenn man die Trophäe versteckt, wieso
baut man die nicht am Ende hin? Ah, ich war doch richtig. Was soll denn das? Wieso versteckt man eine Trophäe da oben, wo es keiner sieht? Wow, nee. So, okay. Level 4, glaube ich, war es. Ja, Level 4 geschafft so. Und jetzt zu Level 5. So, Level 5. Creepy Dark Room, try to get out of this room. There is no button or leveler. Hä? Kein Button, kein Leveler? Muss es hier wahrscheinlich rausklettern oder so. Das ist, war das jetzt also schwer? Aber wir dürfen nicht vergessen, wir... Back to the Hub. Genau, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, Back to the Hub. Wir dürfen aber nicht den Diamanten vergessen. So, okay, jetzt sind wir hier. Oh nö, hey. Ich wette zu 100% irgendwo hier drüben. Hier kann ich gar nicht durch. Okay. Dachte jetzt eigentlich so, sind das, ach, das ist aus Steps gefertigt. Ah, okay. Dachte jetzt eigentlich, kann so durchmarschieren, weil ich glaube, irgendwo da hinten wird der Diamond-Dingster-Bumster versteckt sein. Aber den sieht nicht so aus. Gehen wir mal runter hier. Ah, das war's. Wie kommt man auf so eine Idee, sowas als Darkroom zu verkaufen? Weil er hat, ich habe die Trophäe gefunden. Okay, gut, jetzt können wir das Level beenden, obwohl dass ich jetzt meine Brightness noch auf... Hier ging es doch gar... Hä? Hä? Ah, jetzt nicht, okay. Dachte jetzt schon. Okay, und somit haben wir auch das Level 5 geschafft. So, wir haben jetzt 5 Tierblöcke. Ach, hier sind die Level, die wo ich schon geschafft habe und nicht. Jetzt reicht es erst so, okay. So Leute, dann würde ich sagen, das war's auch schon mit der Map, weil die Folge sonst ein bisschen zu lang werden würde, wenn ich jetzt noch die anderen 5 Level machen würde. Wenn ihr auf jeden Fall eine Fortsetzung von der Map wollt, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich fand das mega witzig so, über Umwege so das rauszufinden auch noch. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von dieser Map wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Und ansonsten gibt's mal wieder nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ringgeschirr, ciao!